Hallo an alle da draußen, an alle, die mir so zuhören. So, ich gehe neue Wege. Nachdem mir sehr viele Menschen, die meine Facebook-Videos bzw. YouTube-Videos anhören, immer wieder gesagt haben, dass sie sich ja natürlich mehr anhören als das, was sie sich anschauen, habe ich mir gedacht, Podcast. Ja. Vielleicht wird dieser Podcast oder weitere Podcasts, die ich mache, mir eine Märchenstunde, weil ich will ja nicht zu viel versprechen. Und so wie in allen anderen meiner Videos, möchte ich das so beibehalten. Erstens, ich werde ab und an in den Dialekt verfallen. Ich bleibe mir selber treu. Zweitens, ich habe eine Idee, eine Überschrift, eine Grundidee für die Stunde des Podcasts oder die Märchenstunde. Und ich lasse mich dann drittens wieder weiterleiten, einfach vom Gefühl, von der Inspiration der geistigen Welt, die immer an meiner Seite ist, in erster Linie meine zwei Geistführer, eventuell einiger lieber Verstorbener von mir. Und viertens, ganz, ganz wichtig, und da kommst jetzt meine liebe Zuhörerin, mein lieber Zuhörer, du ins Spiel. Denn jedes Mal, wenn ich solche Podcasts mache, möchte ich das genau wieder so anlegen, dass all die Themen, die für dich relevant sind, und zwar gleich gültig, wann du dieses Hörspiel dir anhörst, also unabhängig von dem Tag, an dem ich es aufnehme, sondern höchst relevant zu jedem Tage, wo du das hörst. Dass es für dich verständlich klingt und dir einen Ansatz bietet, also mein Ziel ist, sehr viele Ansätze bietet, dass du in deinem alltäglichen Leben eine Idee hast, einen Ankerpunkt hast und einen roten Faden hast, an dem du dich weiter festhalten kannst, wie du weitergehen kannst. Gleichgültig, wo und wie auch immer dein Thema gerade gelagert ist, gleichgültig, wo und wie auch immer du gerade vielleicht psychisch oder körperlich gerade drauf bist, weil wir haben ja alle gute Tage und nicht so gute Tage, wir haben Tage, an denen wir sprühen vor lauter Kreativität und dann haben wir Tage, wo wir eher unter der Decke versinken und unter der Wolldecke uns verkriechen. Und ja, also das ist mein großes Anliegen und ich weiß, was Energetik, Energiearbeit und Gesetz der Resonanz und all diese fantastischen Werkzeuge, diese magischen Geschichten aus Energetik und dem Arbeiten und Leben mit der geistigen Welt, der spirituellen Seite von allem, was wir sind und was wir haben, ganz einfach uns beeinflusst und uns weiterträgt. Und das möchte ich unbedingt nutzen, verwenden, so wie ich das in meiner Arbeit ansonsten auch mache. Und ja, natürlich möchte ich dich ganz herzlich einladen, dass du all diese Werkzeuge einfach auf dich wirken lässt und einfach dann auch schaust, wie es dich weiterträgt und wie es dich fördern kann und dich kräftigen kann und deinen Horizont erweitern kann. Weil das ist vielleicht eh eins der größten Probleme, was wir ab und an so haben, und das ist die Gewohnheit, das sind unsere Scheuklappen, das ist, oh, so ist es immer schon gewesen und so muss es immer bleiben. ja, das finde ich jetzt schön, dass ich das so komisch gesungen habe, weil wie ich die Idee des Podcasts geboren habe, für mich wohlgemerkt, weil es gibt ja schon aber Tausende oder Millionen, ich weiß es nicht. Ich bin selbst keine Podcast-Hörerin, aber mir hat das sehr erinnert an die Hörbücher aus meiner Kindheit. Und das Singen kommt daher, weil mir dann sofort der Bumuckl eingefallen ist. Und das habe ich immer super gefunden, weil gleichgültig, man hat oft gar nicht die ganze Geschichte gehört. Oder nicht jedes Detail zu 100% vielleicht verfolgt, aber die Grundessenz und die Stimmung und die Schwingung, die das Ganze transportiert hat,
das waren genau diese Dinge, die mich dann, ja, ich kann schon sagen, wieder glücklich gemacht haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr bewusst, ob ich da vorher in meiner Kindheit unbedingt zutiefst betrübt war oder so halb depressiv, wie wir das als erwachsene Menschen oftmals haben. Aber ich weiß schon, dass ich alleine dieses Lachen und dieses, die Stimme, dann ganz Klarin von Pumuckl, das hat dann einfach was gemacht. Und das war bei TKKG, war es das Gleiche, oder? Ich weiß auch nicht, was ihr alles so gehört habt. Und ja, ich kann euch wunderbarerweise noch zu etwas völlig anderem einladen, nämlich zu dieser unglaublichen, großen, überdimensionalen und absolut mit den Händen nicht greifbaren Weite und Größe unserer Fantasie, unseres Kopfkinos und was da alles nämlich wieder hervorgeboren werden kann, was wie in Schatzkisten geschlummert hat und manchmal blöderweise, auch wenn wir unter der Decke uns verkrochen haben, diese Schätze genau unter der anderen Decke liegen. Und deshalb finden wir sie nicht. Und wir sind immer im gleichen Trübsal und das will ich nicht und du willst das auch nicht und deshalb hörst du ja da jetzt meine Worte. Ja, ich freue mich auf alle Fälle, dass du da bist und ich werde das Ganze in natürlich so gut wie möglich positiver Schwingung etc. Machen. Aber ich möchte schon noch dazu erwähnen, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Ich bin ein sehr realistischer Mensch ab und an. Ja, ich sage es eh bewusst dazu, ab und an. Aber ich empfinde mich selbst und was anderes kann ich ja gar nicht sagen, außer das, was mir dann andere Menschen zu mir tragen. Ja, ich halte mich für sehr bodenständig, manchmal auch sehr kleindenkend, aber dafür sehr weitfühlend, so möchte ich das bezeichnen. Und mir ist es immer wichtig, so viel man die Möglichkeit hat und so viel ich auch mit der geistigen Welt arbeite und mein Fokus und meine ganze Aufmerksamkeit, meine Wahrnehmung und so vieles von mir dann wirklich in so über den Wolken, wenn ich das so sagen darf, einfach präsent ist, ist es mir ganz wichtig, mit beiden Beinen dann am Boden zu stehen und diese Bodenhaftung möchte ich nie verlieren, denn es war einmal mein Wunsch, auf dieser Erde zu leben. Dafür habe ich mich entschieden und wenn ich nur das andere haben wollte, nämlich über den Wolken und mit der geistigen Welt, ganz allein, ja, dann kann ich ja wieder sterben. Dann habe ich das wieder alles und wird auch wieder eine schöne Zeit, aber es jetzt hier und jetzt gilt es, das Leben zu genießen und das Schönste aus dem Schönen zu machen. Weil manchmal vergessen wir das, was wir eh alles um uns herum haben. Und ja, aber das führt jetzt zu weit. So, heute, es ist ganz lustig, weil diese Podcasts habe ich jetzt eigentlich seit einem gut 1,5 Monaten trage ich diese Idee mit mir herum. Diese Märchengeschichte, diese Märchenstunde. Ich bleib dabei, vielleicht fällt mir der viel besser dieser Begriff als Podcast. Naja, werden wir sehen. Ich habe dann heute eine wundervolle Idee gehabt, was ich als Titel sozusagen für diesen Podcast und danke für deine Ausdauer der Einleitung, aber ich glaube, da waren schon einige Dinge für dich dabei. Ja, Titel für diesen Podcast, genau. Und der da lautet: Was ist denn schon normal? Und dann einen Strich mit einem Pfeil, Anleitung zu so allerhand. Weil wenn ich von, so wie vorher geredet, vom Leben und Agieren mit der geistigen Welt und dann dieses Leben im Physischen auf dieser Erde, dann ist es oft, wie wenn wir sehr gespalten in uns wären. Also wahrscheinlich, wenn du mir zuhörst, ich die Energetikerin und das Medium, dann traue ich mir fast wetten, dass du entweder schon
irgendwann begonnen hast, diesen spirituellen Weg zu gehen, den Weg deines Herzens oder wie auch immer du den nennen möchtest, oder du bist irgendwo in deinem Leben an dem Punkt, wo du sagst, so geht das nicht weiter, das macht mich alles nur krank und ich werde nur depressiv und das zahlt mir nur mehr runter und es ist immer das Gleiche und ich merke ganz genau, dass eher der Frust aus mir herausströmt und eine Eintönigkeit und die Gewohnheit. Ja, und da sind wir eh schon bei dem wundervollen Wort normal. Normal heißt für mich eigentlich, oder heißt in Wirklichkeit, für mich, und ich habe es jetzt nicht im Duden nachgeschlagen, der Norm entsprechen. Also, und die Norm ist ja meines Erachtens etwas, was so die Masse produziert. Und vielleicht gar nicht die Masse produziert, ich ziehe es noch einen Punkt weiter, sondern irgendwer, der es gern so haben möchte und dann noch gute Ideen hat, um das sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr schmackhaft zu machen, um genau diesen Weg zu gehen. Normal. Ja. Das ist jetzt natürlich ein kleines Problem, weil da gibt es jemanden in unserem Leben, mir ist es auch gleichgültig, wie du es nennst, ich nenne es jetzt einmal den lieben Gott. Manche nennen das die Quelle oder gleichgültig, ich bleibe bei der liebe Gott, das ist so schön gängig und meines Erachtens noch irgendwie so erdverbunden und bodenständig. Aber der liebe Gott, der hat sich da was eingefallen lassen mit diesem ganzen Seelenplan-Zeugs. Und zwar heißt das Individualität. Und deine Individualität wird natürlich schwierig, wenn du versuchst zu leben, wenn du probierst, dass du normal bist. Weil wenn normal dann dem entspricht, was die Masse macht, dann wirst du jetzt mit der Individualität, sagen wir mal, eher brausen gehen können, weil da natürlich kein Platz ist, sondern da ist Platz für, machen wir es wie alle machen, denken wir wie alle denken, tun wir es so wie alle tun, lachen wir dann, wenn alle lachen, und da fällst du dann schon auf, praktisch, wenn du die falschen Schuhe anhast. So, das ist jetzt natürlich sehr klischee-mäßig runtergerissen, das ist mir schon klar. Und normal ist ja in unserem alltäglichen Leben, wenn du rausschaust, auch nicht so sehr auf ein einziges Ding irgendwie zu beschränken, sondern was so der Durchschnittsnormalo ist, der darf ja in unserer Vorstellung, darf er ja einen Jeans tragen, er darf eine Hosen tragen und wenn es ein schöner Rock ist, dann darf er auch einen schönen Rock tragen. Aber wenn der die verkehrten Tupfen hat oder verkehrt abgenäht ist, dann wird es schon wieder schwierig. So, und das ist aber jetzt natürlich was, wo sich Individualität zumindest einmal in irgendeiner Art und Weise des Kleidungsstückes zeigen möchte. Ja, ein kleines, einfaches Beispiel, sehr alltäglich, aber ich glaube, das ist was, was wir Menschen alle kennen. Mir geht es immer wieder so. Ich habe das jetzt letzte Woche erst wieder gehabt. Man kauft sich einen Mantel und denkt sich, boah, ich bin so verliebt in den Mantel, aber ich kann mir den nicht kaufen, weil der ist völlig anders und der fällt hundertprozentig fällt der auf, wenn ich den anhabe und dann werden sie alle wieder schauen und ich habe dann ein Problem damit, weil mich dann alle ansehen. Und ich für alle sichtbar bin. Und das ist ja gar nicht so, dass ich dann sichtbar bin, sondern eher, das ist ja der Mantel. Ja, da konnte man jetzt wieder drüber diskutieren. Bist du normal, dass du solche Gedanken überhaupt hast? Ist das normal? Ist das echt jetzt? Ist das normal? Ja, irgendwie so alltäglich, da wischen wir uns da, glaube ich, alle miteinander mal ein bisschen darin. Ja. Wenn du jetzt begonnen hast, diesen spirituellen Weg zu gehen, dann wird dir aufgefallen sein, dass du alleine damit nicht mehr so normal bist, so in der Masse. Und trotzdem wirst du merken, vielleicht auch je länger, dass du ihn gehst, diesen Weg, dass du dann auf einmal denkst, hey, wir sind so normal, die da alle diesen Weg gehen, des Spirituellen, und du denkst, die anderen sind überhaupt nicht mehr normal. Die zuerst eigentlich normal waren. Und da scheiden sich ja dann schon wieder die Geister. Gell? Also was ist denn dann jetzt wirklich normal? Liegt es wirklich an dem, dass es das ist, worin du dich gerade befindest? Oder ist es das,
was wirklich die Masse macht, weil es sind ja dann trotzdem irgendwie immer mehr. Lustigerweise kannst du ja du in der Masse verkriechen, was auch immer du willst, und du kannst in sehr viele verschiedene Bereiche eintauchen in der Masse, und dann wirst in der Masse der Jeansträger einen Musiker finden und du wirst einen Vertreter finden und du wirst eine Hausfrau finden und du wirst einen Teenager finden, männlich, sportlich, was auch immer. Und du wirst sehr viele verschiedene, unterschiedliche Menschen schon wieder treffen in dieser Normalität. Und lustigerweise, wenn du dich mit Oli dann ein bisschen unterhältst, in diesen verschiedenen Bereichen wirst du draufkommen, ah ja, irgendwie ist der schon normal, aber der ist überhaupt nicht normal in diesem ganzen Normalsein. Und wenn ich das jetzt nur so weiterführen würde, und das würde mit Sicherheit nur einige Minuten so gut funktionieren, aber ich will ja nicht, dass du einschläfst, ja, dann ist es schon interessant, dass es vielleicht ein Normal gar nicht gibt, sondern dass es ein Normal nur als Überbezeichnung gibt für verschiedenste Gruppen oder Orientierungen oder wirklich für die Bereiche, in denen du dich gerade drinnen befindest. Ganz ehrlich, ich habe mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht und ich habe gesagt, ich bleibe dabei und möchte inspiriert sein von der geistigen Welt und ich möchte inspiriert sein von all den Zuhörern, die diese Podcasts, diese Märchenstunde hören. Und ich habe jetzt gerade erst wirklich den Gedanken, es ist unglaublich, wie vielfältig das ist und wie vielfältig dieses Wort normal ist. Und was sich unter normal alles verbergen kann. Und das finde ich jetzt natürlich wunderschön. Weil dann, ja dann ist normal für mich ein anderer Begriff für individuell. So, dann haben wir natürlich bei fantastischen Anleitungen. Anleitung zu normal-individuell zu sein. Ja, und das geht jetzt dann ziemlich simpel. Weil dann kannst du machen, was auch immer du möchtest. Und zwar zu jedem Zeitpunkt. Sofern du dich nicht strafbar machst dabei. Würde ich jetzt einfach einmal so kurz noch vorschlagen und einwerfen. Ja, weil in bestimmten Systemen leben wir ja dann doch. Und ich finde das auch ganz gut, weil wir selbst, also auch du, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, das ist einmal umdrehe auch, auch du bist ein riesengroßer Haufen an Systemen. Und das, was für dich in dir drinnen normal ist, das versteht jemand anders überhaupt nicht, womöglicherweise. Und ja, ist doch lustig. Ich habe dann dazu gesagt, dass es eine Anleitung kommt zu allerhand. Und das alleine ist jetzt schon gerade Beschreibung. Besser könnte, hätte ich es ja schon gar nicht beschreiben können. Das ist so schön. Und also, wenn das jetzt normal ist, was ich da mache, na dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, dass du einfach einmal hinsitzt und ein Selbstgespräch führst, weil das ist halt was, was die Menschen sagen, das ist nicht normal, das tut man nicht. Ich führe in diesem Moment für manch anderer Augen ein Selbstgespräch. Ich weiß ganz genau, dass es kein Selbstgespräch ist, weil es ist ein Gespräch mit dir. Und an Selbstgesprächen, das ist meistens eines meiner ersten Empfehlungen an Klienten. Mach ein Selbstgespräch. Rede laut mit dir selbst. Höre endlich dir einmal zu, was in deinem Kopf so vor sich geht. Und hör dir zu, was du eben unter diesem Normal auch verstehst. Was ist in diesem Moment für dich in dir drinnen normal? Weil diese Themen, die dich da beschäftigen, sind für dich alltäglich in diesem Moment. Und sie sind für dich sehr, 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 sehr individuell. Und du wirst da in diesem Selbstgespräch, so wie der Name schon heißt, wahrlich selbst begegnen. Was kann denn Besseres passieren? Nein, nichts. Es ist die schönste Begegnung, die es geben kann. Weil, also ich habe aber gesagt, meine eigene Kritik an mir, die halte wenigstens aus. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen,
Und ich glaube, dass dir da nicht anders geht, dass du mit deiner Selbstkritik sehr verletzend sein kannst. Nämlich dir gegenüber. Logischerweise, weil sonst horcht er ja niemand zu. Aber ja, also ein Selbstgespräch. Ist mit Sicherheit nicht normal, aber ich finde sehr gesund, sehr lösungsorientiert. Und das, was mir bei diesem Selbstgespräch immer wieder auffällt, ist, es kommen auf einmal neue Gedanken. Und du wirst da auch drauf kommen, dass manche Gedanken einfach für diesen Moment und für deine in diesem Moment gelebte Individualität in keinster Weise mehr relevant sind. Genau. So, was braucht man noch für ihre Anleitungen zu normal und nimmer normal und was ist denn schon normal? Die Anleitung für allerhand. Nehmen wir doch einmal die Berufe. Was ist denn schon normal? Die Zeiten, wo man nach der Lehre in dem gleichen Beruf geblieben ist, in der gleichen Firma geblieben ist, sind für die meisten Menschen vorbei. Das, was trotzdem da ist, ist das, dass es trotzdem noch da ist. Es gibt Menschen, die das so leben und weiterhin auch so leben möchten. So, würden wir das jetzt wieder in einen Konsens bringen, was normal ist und was nicht normal ist, wird schon wieder schwierig. Beziehungsweise würden wir dazu tendieren, zu sagen, na, in dem gleichen Beruf und in der gleichen Firma zu bleiben, das ist nicht normal. Bezeichnung deinerseits. Bezeichnung meinerseits. Was auch immer. Wichtig, glaube ich, ist vielmehr das, dass du, wenn es um deinen Beruf geht, deine Individualität ganz wunderbar ausspielen kannst. Und deine Individualität ganz wunderbar leben kannst. Und weil das Ganze ja Geschichtestunde, Märchenstunde heißt, das Leben ist ja sowieso so ein breites Fass, so ein riesen Ozean an Möglichkeiten, die in unserem Köpfchen gar nicht zu erfassen sind. Und ich bin ja ein wunderbares Beispiel. Und was heißt denn schon normal sein? Normal war für mich, dass ich Hotellerie und Gastronomie lerne und diesen Beruf natürlich auch verfolge. Und nicht normal war da zumal schon, kennst du diese Freundschaftsbücher, irgendwann einmal reinzuschreiben, dass mein Berufswunsch Fremdsprachenkorrespondentin sei. Ich habe dieses Wort geliebt und ich finde es heute noch super. Es ist lustig, weil ich habe den Beruf damals nur eingeschrieben, weil ich dieses Wort so faszinierend gefunden habe und mich die Sprachen immer fasziniert haben. Und ja, die große weite Welt habe ich vor mir gesehen. Korrespondenz immer in Begegnung mit anderen Menschen. Dann habe ich mir gedacht, bin ich mit der Gastronomie nicht so weit weg. Und was ist rausgekommen? Zumindest jetzt einige Jahre später. Ich rede mit den Toten. Naja. Und das ist keine Märchenstunde, das ist für mich völlig normal. So, jetzt stellt sich die Frage, wenn du selber zum Beispiel gerade an diesem Punkt bist, dass du sagst, ey, ich mache so einen Otto-Normal-Job. Und ich habe keine Ahnung, was der Otto aber dafür kann. Otto-Normalverbraucher, weißt du, der Name muss immer herholen. Ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht weiß das wer von euch. Schreibt es mir in die Kommentare drunter. Dankeschön. Ja, was ist denn schon normal? Und dieses, jetzt habe ich den Faden verloren mit lauter Otto, ist doch auch interessant. Und ich drücke jetzt nicht auf Pause, weil das Leben macht ja auch nicht leicht einmal eine Pause. Aber du kannst halt dann einfach den Themenbereich wechseln. Und vielleicht mache ich das jetzt. Aber nochmal kurz zurück zum Beruf. Ich habe gesagt, ich mache es authentisch und ich mache das Ganze, den Podcast, auch ohne Stichwörter. Ich habe schon gesehen, dass das manche Leute total aufschreiben von oben bis unten. Das mache ich nicht. Wenn dein Beruf eine Überschrift kriegt, so wie bei mir mit der Fremdsprachenkorrespondentin, so dieser Jugendtraum, dieser Kindheitstraum, das, was du
unbedingt wahrlich in deinem Herzen fühlst und dafür brennst und das willst du machen und da, na, dann lass dich rein. Weil selbst wenn es der Feuerwehrmann war, dann wirst du wahrscheinlich draufkommen, wenn du dein Leben bis dato ein bisschen reflektierst, dass du wahrscheinlich schon einige Brände, einige Feuer gelöscht hast. Jetzt stellt sich nur die Frage, welche. Und ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich bezahlt wurdest dafür, aber macht ja nichts. Ja, einfach dem Leben ein bisschen vertrauen. Und was ist denn schon normal? Ist es wirklich normal, dass wir den Weg des denkenden Menschen gehen und unser Leben mit lauter Denken im Griff haben? Oder ist es normal, dass wir unserem Herzen und unserer Seele folgen? Ist es normal, dass die Seele sowieso die Überhand hat? Oder ist es normal, dass wir uns bis aufs Blut selber quälen, um die ganze Sache definitiv mit einem gescheiten Plan im Kopf im Griff haben? Ich weiß es nicht, was normal ist. Ich weiß es nicht. Also wenn ich es jetzt von mir aus sage und mein Leben so reflektiere, dann kann ich sagen, bei mir ist es normal, dass das, was ich gedacht habe, hundertprozentig nicht so gekommen ist, wie ich mir das damals vorgestellt habe, genau in dem Moment mit diesem Gedanken. Also das ist bei mir normal. Das ist völlig normal, dass es nicht so kommt, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau. Vielleicht ist das bei dir auch völlig normal. Aber schau her, dann sind wir ja schon wieder völlig durchschnittlich und völlig in der Individualität. Wie schön ist denn das, wenn wir diese beiden Bereiche so genial verbinden können? Ach, fantastisch. Ich sage, das Leben ist so ein breites Feld von allem. Und ja, die Scheuklappen fallen mir da jetzt nur mehr ein und die Gewohnheit. Und ja, ich glaube schon, dass es normal ist, dass man Zeiten im Leben damit verbringt, in bestimmten Gewohnheiten zu sein, in bestimmte Räder hineinzuverfallen und bestimmte Dinge zu tun, so wie sie die anderen tun, nur weil es einfach hilfreich ist, um das herauszufinden, ob dir das Spaß macht, ob dir das bereichert, ob das gesund ist für dich und ob es das ist, was sie für dich so gut angespürt, dass du sagst, ja, genau, ganz genau, das will ich beibehalten in meinem Leben. Oder, dass du ihm sagst, ja, einmal probiert, nie mehr wieder, adieu und auf Wiedersehen, herzlichen Dank für die Erfahrung, es war mir eine Freude, ich komme nie mehr. Kann ja auch sein. Und da bin ich bei einem anderen wunderschönen Wort, bei dem nie. Hast du das auch schon mal gehabt? Das mache ich nie. Und das tue ich sicher nie. Und auf das lasse ich mich nie ein. Wenn ich solche Sachen gesagt habe, immer wenn ich dieses nie irgendwo hineingebracht habe, dann ist es in meinem Leben immer gekommen. Weil in diesem Moment war es eine Aussage definitiv aus meinem Kopf und definitiv aus meiner Angst hervor. Und ich glaube, dass also ich bin mir sicher, jetzt rückblickend, reflektierend sozusagen, weiß ich ganz genau, dass ich es in diesem Moment natürlich nicht gewusst habe. Im Laufe der Zeit und im Laufe der Erfahrungen hat sich das für mich sehr wohl herauskristallisiert, dass ich das nie immer in Sätze eingebaut habe, die sie unbedingt dem wahren Willen meiner Seele folgend, schöne Ausdrucksweise, hundertprozentig machen wollte. Und für dieses Nie hat meine Seele überhaupt nie Zeit gehabt. Für meine Seele war dieses Nie niemals relevant. Das ist die, vielleicht ist das einfach nur diese Krux, weil es im Seelenbereich und im spirituellen Bereich keinen Raum und keine Zeit gibt. Genau. Das ist natürlich nie das komplett verkehrte Wort. Sehr klar. Da müsstest du dir bitte etwas anderes einfallen lassen. Also eine Anleitung zu allerhand, wieder einmal, dieses, wie verwende ich das nie? Und vielleicht verwendest du es am gescheitsten gar nicht. Sondern schaust einfach, was daherkommt. Ja, was ist denn sonst noch so normal? Ach,
Ist es normal, dass ab einem gewissen Alter der Körper gebrechlicher wird und nicht mehr so viel aushält? Das kann man so nicht sagen, glaube ich, dass das normal ist. Weil es gibt ja so viele Sportler oder so viele Menschen, die sich mit Ausdauersport beschäftigen über Jahre hinweg. Oder ich habe einmal eine Frau kennengelernt, die war 83 und war mit mir in derselben Yoga-Gruppe. Da habe ich mir gedacht, na, wenn das normal ist, dass ich mich mit dem Alter mit 83 Jahren an so wunderbar bewegen kann wie die Frau. Ja, aber wenn ich dann rausgegangen bin auf die Straße, habe ich mir gedacht, okay, das, was die 83-Jährige gemacht hat, das ist nicht normal. Und vielleicht geht es einfach dabei, Entschuldigung, einfach auch darum, dass du schaust, was ist denn für die, wie viel Beweglichkeit und wie viel körperliche Beweglichkeit, wie viel Beweglichkeit im Kopf, im Denken und im Flexibelsein, im alltäglichen Leben, im Wandel der Zeiten, wie viel an dem Beweglichkeit ist für die normal? Sind wir wieder bei der Individualität. Und beim Essen ist es ja das Gleiche. Was ist für die normal? Manche Menschen ernähren sich absolut nur von Fleisch und denen ist das Beste, was es passieren kann. Für andere geht das gar nicht, die sind Veganer. Für die ist das aber auch völlig normal. Die machen das nicht aus Protest oder sonst irgendwas, sondern weil sie was haben, was ihnen schmeckt. Und manche Leute ernähren sich mit ganz viel Zusatzpräparate und für die ist das normal, weil sie es auch spüren, dass ihr Körper sonst nicht so funktioniert. Also was um Gottes Willen ist normal? Und jetzt habe ich die Frage einmal an wen gerichtet? Um Gottes Willen, lieber Gott, was ist normal? Und wenn ich dem vertraue, was jetzt in meinem Sinn ist, inspiriert mit Sicherheit von der geistigen Welt, weil da habe ich mich ja hingewandt. Also ich weiß jetzt nicht, ob direkt der liebe Gott geantwortet hat. Ich fühle jetzt eher meine Geistführer an meiner Seite. Aber normal, so wie sie mir das sagen, hat etwas mit Norm zu tun. Und eine Norm entspricht einer Bewertung. Und Bewertungen sind für einen denkenden Menschen eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren. Und das ist doch eine schöne Beschreibung. Und ganz viel auf diesem spirituellen Weg. Und ja, vielleicht auch gerade bei dir jetzt. Und vielleicht rattert es da jetzt gerade und du bist nur in dem, nicht nur in dem, Entschuldigung, du bist gerade in der Erfahrung, dass du sagst, nein, ich darf nicht bewerten. Also ich finde es ganz wichtig, dass man Dinge bewertet, weil ja alles einen Wert hat. Das hat ja manchmal mit einem Preis gar nichts zu tun. Aber mit einem Wert, nämlich dem Wert da, wo stehe ich und wo ist das andere, um mich selbst orientieren zu können. Und wenn ich von bewerten spreche, dann spreche ich nicht von verurteilen, sondern von bewerten. Und vielleicht ist das auch noch ganz, ganz wichtig, dass man mal fragt, was ist denn mein Wert? Ist das normal, wie wertvoll ich mich behandle? Ist das für mich normal, wie wertlos ich mit mir selbst umgehe? Ist es normal, dass ich mich so wertlos oder so wertvoll behandeln lasse von dem anderen? Und da mal kurz in sich zu gehen, um anschließend erneut vielleicht ein Selbstgespräch zu führen. Aber in welcher Norm befindest du dich jetzt gerade? Nämlich in der Norm, die du für dich selbst erschaffen hast. Und einfach um es hier und jetzt ganz individuell für dich zu betrachten, deine Norm für dich zu sehen, zu fühlen, wahrzunehmen mit allen Sinnen. Vielleicht auch mit deinen Gefühlen einfach dabei freien Lauf zu lassen. Dass die Wut gerade aus dir rausspringen möchte oder dass die Freude in dir tanzen möchte und singen möchte, weil du dich so wohlfühlst in deiner Norm, in deiner Normalität, in deiner Normalität, gell? Und vielleicht magst du mal kurz ein Gesetzel warnen, weil das, was du mit dir selber machst, echt nicht normal sein kann und auch nicht normal ist. Und auch gar nicht normal für dich sein sollte. Und vielleicht magst du dich nur mal für einen kurzen Moment unter der Decke verkriechen.
einfach nur um ein bisschen mehr mit dieser deiner Norm zu sein. Weil in dem Moment glaubt man, vertraut man, spür dich einfach selber. So wie du jetzt gerade bist, bist du normal. Und alles, wie es dir geht, ist so normal. Und es ist so einfach und so leicht und so richtig und so gut, während es vielleicht auch gerade total weh tut. Aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist so normal. Das geht an jeden so. Und das ist jetzt nur ein ganz anderer, wunderschöner Begriff, der da mitschwingt. In all unserer Normalität und in all unsere Bewertungen von Normen sind wir alle miteinander verbunden. Und wir alle machen miteinander das Gleiche, irgendwie, irgendwo, irgendwann miteinander aus. Und wir erleben dieselben oder die gleichen Dinge. Und wir können uns weiterhelfen. Und der eine kann in seiner Normalität dem anderen in seiner Normalität helfen, seine eigene Norm, also seine eigene Begrenzung, wieder weiterzumachen. Also ist es wahrscheinlich die einzige Anleitung, die wir da jetzt gerade in Wahrheit brauchen, dass wir völlig normal sind. Jetzt, in dem Moment, hier, in diesem Ort, genau da, nirgendwo anders, sondern genau hier und jetzt. Völlig normal. So wie alle anderen auch, während du völlig anders bist, weil normal sein in Wahrheit Individualität hast. Ja, Anleitung zu allerhand. Ich habe nicht gewusst, dass das rauskommt. Und mit dem Gefühl, was ich da jetzt in mir drinnen habe, weiß ich, dass alles gesagt ist, zumindest jetzt für diesen Podcast, für diese Märchenstunde. Ich bleib dabei. Ich fange an mit einer Überschrift. Und ich gehe weiter und lasse mich inspirieren. Von dem, was mir umgibt. Und von dem, was sie zubeschwingt, von deiner Seite zu mir. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Gute Momente. Erfüllende Momente, bereichernde und stärkende Momente und auch die Momente, in denen du dich, während ich da rede, einfach nur getragen fühlst, dass du dich fallen lassen kannst. Und dass du in diesem Fallen lassen einfach entdeckst, hey, das ist so normal. Du bist völlig normal und in diesem ganzen Normalsein völlig individuell. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem nächsten Selbstgespräch. So, mein Gespräch mit dir mag ich jetzt beenden und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit.